Eine polnische Stadt in Schlesien, die stark von der Kohle geprägt ist. Erst durch den Bergbau, dann durch die Schließung von Bergwerken und die daraus folgende Arbeitslosigkeit. Und schließlich durch den illegalen Bergbau, der von ehemaligen Bergleuten betrieben wird. Die Renten, die die meisten Menschen hier aus dieser Zeit haben, sind nicht sehr hoch. Es ist schwer, sich eine Tonne Kohle im Lagerhaus zu kaufen, wenn der Preis zwischen umgerechnet 424 und 636 Euro liegt. Aber man kann es sich leisten, 5 oder 10 Säcke Kohle zu kaufen, um noch Geld zu haben, jeden Monat zu überleben. Denn so wird hier gerechnet. Mit Säcken meint der Rentner illegal abgebaute Kohle. Genau wie vor Jahren haben einige Leute wieder angefangen, nach Kohle zu graben. Es ist fraglich, ob es Kohle aus illegalen Minen geben wird. Sie wird auf jeden Fall billiger sein. Vielleicht werden die Behörden der Stadt versuchen, den Abbau dieser minderwertigen Kohle zu verhindern, weil sie illegal ist. Ein weiteres Problem ist der Mangel an Kohle auf dem polnischen Markt. Einwohner von Wałbrzychy wie diese Frau sind darauf angewiesen, Holz zu verbrennen. Dieses Jahr bin ich, was das Heizen betrifft, nicht vorbereitet. Wir haben nichts, wir haben keine Reserven. In den Lagerhäusern gibt es keine Kohle. Wenn es welche gibt, kann man sie im Abonnement bekommen. Aber um sie kaufen zu können, muss man leider eine sehr große Menge nehmen. Und das können wir uns nicht leisten. Die polnische Regierung hat finanzielle Hilfen für diejenigen vorgesehen, die ihre Wohnungen mit Kohle heizen. Das Budget des Hilfspakets der Regierung beträgt 11,5 Milliarden Zloty, umgerechnet 2,5 Milliarden Euro. Es handelt sich um eine Unterstützung für alle Haushalte in Polen, die Kohle verwenden. Es gibt eine einmalige Subvention von 636 Euro. Experten warnen jedoch davor, dass die Regierung zu großzügig sei. Der polnische Staat sollte die ärmsten Haushalte unterstützen. Er hat nicht die Mittel, um allen Haushalten zu helfen. Polen verwendet mehr Kohle zum Heizen als jedes andere Land in Europa. Obwohl Polen selbst Kohle abbaut, importiert es einen Großteil aus Russland. Der Import wurde jedoch durch den Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland unterbrochen. Danke, dass Sie unser Gast sind. Wie schätzen Sie die derzeitige Situation in Polen ein? Wegen des Embargos müssen wir einige Millionen Tonnen Kohle aus anderen Ländern als Russland importieren. Polen hat das russische Kohleembargo früher als andere europäische Länder eingeführt, bereits im April. Andere europäische Länder haben erst im August reagiert, sodass sie Zeit hatten, die Reserven mit russischer Kohle aufzufüllen. Außerdem ist Polen in einer unglücklichen Lage, weil wir eine besondere Art von Kohle für Haushalte benötigen, die in Ländern wie Großbritannien und Deutschland nicht mehr verwendet wird. Diese Art von Kohle wird wahrscheinlich sehr knapp werden. Es herrscht eine Art Panik in der Bevölkerung. Die Panik ist verständlich, denn die Menschen wissen, dass es keine Kohle gibt. Die Menschen sehen den Preis und der Preis für diese spezielle Kohle für Haushalte explodiert. Inwieweit hat der Ukraine-Krieg Auswirkungen auf die Energieversorgung in Europa? Er ist natürlich der Hauptgrund für die Krise. Nicht der Krieg selbst, sondern die Sanktionen und die europäische Unterstützung für die Ukraine. Die polnische Regierung hat das russische Kohleembargo zu früh eingeführt. Hätten wir es im August eingeführt wie der Rest der Europäischen Union, hätten wir die Kohlereserven erhöhen können. Wir haben jetzt mehr Kohle importiert. Aber diese Kohle aus Kolumbien, Indonesien und Südafrika kann die russische Kohle nicht zu 100% ersetzen, da die russische Kohle jahrelang auf die Bedürfnisse der polnischen Familien abgestimmt war. Wird Polen die Energiekrise meistern? Niemand kann vorhersagen, wie sich die Dinge entwickeln werden.